Passen da alle drauf? Ah, locker. Es sind 12 Gäste. Wie wollen die da Gewinn machen? Mit 1250 pro Kopf. Futtern wir da eine Rolex? Einer seiner Klassiker. Du brauchst das Mundgefühl der Mignonette. Bitte sag nicht Mundgefühl. Dieser Abend wird der Wahnsinn. Willkommen. Wir setzen alles daran, Ihnen einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Willkommen auf Hawthorne. Hier sind wir eine Familie. Ja, Chef! Wir ernten, wir fermentieren, wir gelieren. Genieren? Wir gelieren. Er ist nicht nur ein Koch, er ist ein Geschichtenerzähler. Das Spiel ist zu erraten, welches Überthema das gesamte Menü wohl haben wird. Erfährt man erst am Schluss. Wer sind Sie? Ich bin Margot. Was interessiert Sie das? Ich muss wissen, sitzen Sie bei uns oder bei denen? Dieses Menü. Die Bilder darauf sind von uns. Diese Gästeliste. Woher haben die die? Ist nicht gut. Dieser ganze Abend. Was läuft hier für eine Scheiße? Das ist nur Theater. Bühnenzauber. Wir gehen jetzt. Folgt einer peinlich genauen Planung. Das ist echt, Alter. Was läuft hier für eine Scheiße? Sie erhalten einen Vorsprung von 45 Sekunden. Okay, die 45 Sekunden starten jetzt. Dafür haben Sie bezahlt. Lassen Sie mich vorbei. Das war nur Teil des Menüs. Alles gut. Nein, wir werden heute Nacht sterben. Wir sterben, ja. Happy Birthday to you. Ihr habt ihnen gesagt, dass ich Geburtstag habe. Schien mir vor 3 Stunden noch lustig. Ich finde den Trailer ziemlich fantastisch und habe total Bock auf diesen Film. Das stimmt für mich. Die Spannung, ich sehe vielleicht einen Ticken zu viel, aber nicht zu viel. Der Cast ist interessant. Die musikalische Komposition, die Ästhetik des Essens und vor allem diese Fährten in, wird das hier eine Jagd, eine Harz, blutig und tödlich? Oder ist es doch irgendwie vielleicht alles ein Plan? Und damit war es der neue Trailer zu The Menu, den uns Disney voraussichtlich ab dem 17. November 2022 in die deutschen Kinos bringt. Ein Thriller mit unter anderem Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult und Ralph Fiennes und vor allem Ralph Fiennes als Chefkoch, der seine eigenen Köche wie eine ganze Mannschaft oder Armee gefühlt führt und man hier dann dieses perfekt drapierte Essen bekommt, die Komposition, alles was geplant ist und dann diese Hints, dass auf diesen Broten Gästelisten reingebrannt sind und die Konterfeins bzw. die Abbilder der verschiedenen Gäste. Das ist natürlich spooky, gruselig und das Ganze dann angelehnt oder beziehungsweise stattfindet auf einer abgelegenen Insel und damit in der kompletten Isolation folgen wir quasi der Fährte eines Paares hin zu diesem besonderen Essen mit einem ganz besonderen Erlebnis und Anya Taylor-Joy, wenn sie gefragt wird, bist du für uns oder gehörst du zu uns oder gehörst du zu denen, sind das einfach genug Wege, wo ich denke, okay, The Menu will ich sehen. Sieht aus wie ein knackiger Thriller, mit 106 Minuten wird er auch nicht zu lang werden und ich hoffe, dass der ansatzweise versprechen oder halten kann, was die ersten beiden Trailer versprechen, aber Cast, Stimmung, Look spricht erstmal alles dafür und ich freue mich, den im Kino zu sehen. Was sagt ihr denn zu diesem neuen Trailer zu The Menu? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.